Ja, hallo ihr Lieben. Hallo, wir sind da. Wir haben euch angekündigt, dass wir jetzt noch ein paar Worte zu dem Platz hier verlieren. Und zwar echt ungenierte Worte. Sein Bild kann sich dann jeder selber machen, aber wir wollen zumindest das meiste dann so zeigen, wie es ist. Und fangen wir einfach doch mal an, indem ich euch rumdrehe und euch zeige nochmal aus einer anderen Perspektive, wie wir stehen. Da kann man jetzt theoretisch zwar nicht meckern, aber wie gesagt, die Parzellen sind schon etwas lieblos hergerichtet. Und eben ist echt alles andere. In unserem Fall Stromsäule auf der anderen Seite, die Mülltonne daneben. Ja, so sieht das aus. Nach da oben wird es dann noch ein bisschen abenteuerlicher. Das ist hier eine Einbahnstraße. Das heißt, man fährt in die Richtung, in die ihr jetzt guckt. Und würde dann kurz danach links rumfahren. Das heißt, da oben seht ihr auch nochmal ein Plateau. Und auf dem stehen dann auch noch Leute. Die Plätze sind also noch unschöner. Ja, und wenn ihr hier mal längs guckt, weiß ich nicht, ob das so aussehen muss. Wenn man sich das mal anguckt, das liegt nicht seit gestern. Da würde ich einfach mal rundweg behaupten. Da muss echt was passieren. Das kann man mit Sicherheit schöner herrichten. Und jetzt fahren wir mal in diese Richtung, das heißt entgegen der Einbahnstraße und zeigen euch mal, wie weit es ist bis zu dem eigentlichen Hotel, dem das hier angegliedert ist, und dann zeigen wir euch auch nochmal, was da dann so los ist. So, hier ist die Entsorgung, sind wir gerade dran vorbeigekommen. Hier ist das eigentliche Hotel. Hier links unten ist dann gleich der Pool, den gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. So, dann halten wir hier jetzt mal an. So, wenn ihr in die Richtung guckt, von da aus kommt ihr. Vorne, wo dieser Schilderwald praktisch ist, da ist eine Schrankenanlage, die euch aber dann reinlässt. Und da müsst ihr euch halt links halten, um an diesen Weg hier zu kommen. Anmeldung erfolgt hier im Hotel und auch die Bezahlung. Wenn man mal darüber guckt, hier durch diese Häuserschlucht sozusagen, dann könnt ihr da so ein bisschen im Hintergrund erkennen, dass da der kleine Hafen gelegen ist. Ich denke mal, kriegen wir gleich auch noch mal einen kurzen Blick. Ja, aber ihr seht, das ist schon mal erstmal ein ordentliches Stück hier rüber. Das sollte man niemandem verheimlichen. Also wer meint, er könnte hier nachts mal eben Pipi machen gehen, ja, kann er. Aber dann macht er vorher erstmal noch eine gepflegte Fahrradtour. So viel ist jedenfalls sicher. Und jetzt gehen wir mal runter und gucken uns mal das Schwimmbad an. Das ist nämlich der Eyecatcher, mit dem dann im Internet geworben wird. So, da oben könnt ihr auch noch mal lesen, wie der ganze Spaß hier heißt. Ne? Dömnitzer Hafen, Panorama Café und Hotel. So, und wir wollen jetzt hier mal die Dusche nutzen, aber nutzen natürlich auch gleich die Gelegenheit, euch das ein oder andere zu zeigen. Ja, wir sind jetzt eigentlich von da gekommen. Einmal hier durch, das Restaurant durch. Und dann kommt man schon hier runter. So, da
Da seht ihr den versprochenen Hafenbereich, dass ihr den mal sehen könnt. Ja, hier ist dann der Sandbereich, der zum Pool gehört. Und an und für sich sind da auch die Duschen und die Toiletten, die wir jetzt nutzen wollen. Also die Poolsituation ist ja wirklich schön gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Und hier fließt dann natürlich auch wieder die Elde, soweit ich weiß, müsste das sein. Ich hatte das mal recherchiert und irgendwie ist das, glaube ich, die Elde, die dann eben vorne in die Elbe fließt. Ja, da hinten Pool mit der Wassergrotte. Maria hat aber schon mal einen Finger reingehalten. Eher abenteuerlich, hast du gesagt, ne? Es sind welche, die dann auf das Klopfen, oder nicht? Wir sind die Memmen. Ja, kann ja sein. Gut, obwohl wir alle ein dickes Fell haben. So, ihr habt hoffentlich Verständnis dafür, dass wir jetzt erstmal duschen. Und das ohne euch, aber das will auch keiner sehen. Bis später. Doch nochmal kurz zur Info. Also wenn ihr hier reinkommt, erste Tür Toilette Herren, zweite Tür dann Toilette Damen. Da geht es dann in die Eventhalle. Naja gut, wir müssen jetzt die Treppen hoch, denn da oben sollen die duschen sagen. Da seht ihr, ich werde von meiner Frau ausgehalten. Der Chef der Duschmarken. Ab geht's. Hier nochmal zu sehen, Urinal, Toilette und dann drei Duschräume mit Blick auf den Hafen. Aber ansonsten eigentlich ganz in Ordnung. Gut, putzen. Naja. So, taufrisch und Föhn kann ich mir sparen, so wie die ist es ja nicht. Wir sind jetzt vor dem Hotel, duschen war gut, jetzt weiß ich gar nicht, du eine Dusche, wie war die, sauber? Sehr sauber, sehr lang, sehr groß. Echt? Ich habe das Gefühl, ich komme nicht an der Dusche. Ja, groß, nein, also ich sag mal, bei uns muss ich schon sagen, entweder waren bei uns Schweinsigels, ich habe aber auch mal geguckt auf dem Zettel an der Tür, da war schon länger keine Kontrolle mehr unterwegs und unterschrieben. Die Dusche selber war auf der Erde sehr, sehr schmuddelig. Vor dem Fenster lagen gebrauchte Ohrenstäbchen. Gut, wie gesagt, du weißt nie, ob nicht einer 3 Minuten vor dir da gewesen ist. Aber alles in allem, auch die Fugen, sag ich mal, die sind also nicht mehr strahlend weiß. Die werden nicht so gescheuert, wie man das, glaube ich, macht. Das Hotel selber hier unten, was ich gesehen habe, tipptopp, sieht richtig klasse aus, ganz toll. Auch die Außenanlage von dem Hotel toll. Aber ansonsten würde ich sagen, so mein ganz persönliches Fazit, die Stellplätze, das ist einfach so ein Nebengeschäft, das hat sich ergeben, vielleicht auch jetzt erst in dem Boom oder so, das habe ich nicht recherchiert, das weiß ich nicht. Aber Fakt ist, man merkt, dass die Plätze also nur nebenher laufen. Also die Parzellen sind nicht gepflegt, da liegt altes Holz rum, was der Sturm wahrscheinlich mal gerissen hat vor einiger Zeit. Das macht alles einen etwas lieblosen Eindruck, das finde ich sehr schade, könnte man deutlich mehr raus machen, also wenn man da auch ein bisschen mehr Energie reinstecken würde, so wie man das hier in die eigentliche Hotelanlage tut. Dann wäre das mit Sicherheit nicht verkehrt. Ja, alles in allem, klar, hier kann man stehen. Das ist in Ordnung. Was haben wir jetzt bezahlt? Ich habe nichts. Nee, ich sag, was haben wir bezahlt? 38 Euro. 38, ja. Naja, Preis-Leistung, da lässt sich dann wirklich ein bisschen drüber also streiten. Pro Tag, Ja, für 2 Tage, ja, schon klar. Ja, 19 Euro oder so, 19 Euro pro Tag. Und da drin ist ja eigentlich das Schwimmbad noch mit drin, ne? Das Duschen natürlich gegen Aufpreis. Ja, ja, gut. Also wie gesagt, uns war es auch nicht wichtig. Wir wollen den Platz weder schön reden, noch wollen wir es schlecht machen. Nur, die Loblieder, die andere darauf gesungen haben, die haben wir jetzt so nicht vorgefunden. Das wollten wir einfach nur offen und ehrlich zeigen. Und aus dem Rest, Leute, macht daraus selber, was ihr meint. Gesehen habt ihr es jetzt. Und wenn ihr noch nicht abonniert haben solltet, wäre nett, wenn ihr die Abo-Taste mal drücken würdet. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Die Reise geht weiter. Wir sind morgen schon wieder auf Tour.
Wir werden jetzt noch die Markise einrollen. Wohin wissen wir aber noch nicht, oder? Wohin die Nase uns treibt. In diesem Sinne, Glück auf, gehabt euch wohl.